Der RCDS steht weiterhin ganz klar gegen die Fakultätsneugliederung. Wir sind weiterhin gegen die Zerschlagung der Fakultät 1. Der heutige Tag hat gezeigt, dass auch die Studenten hinter dieser Meinung stehen. Wir als RCDS werden uns weiterhin ganz klar dafür einsetzen, dass wir eine Fakultät bleiben möchten. Die Fakultät 1 soll weiterhin aus Jura und BWL bestehen. An dieser Stelle möchte ich auch ganz klar den AStA kritisieren. Es kann nicht sein, dass unsere Studierendenvertreter sich hinstellen und sagen, in dieser Thematik verhalten wir uns neutral. Ich hätte mir gewünscht, dass der AStA sich hier ganz klar zu den Studenten bekennt. Wir würden das im AStA besser machen. Wir würden für die Belange der Studierenden stehen. Und wir würden auch ganz klar kämpfen. Das ist meine Meinung zum Thema Fakultätenneugliederung. Und was ich noch dazu sagen möchte, es kostet Geld, es bedeutet mehr Aufwand für die beteiligten Personen und das ist Geld und Zeit, die momentan nicht zur Verfügung steht. Und deshalb sind die Pläne des Präsidiums vollkommener Irrsinn. Vom 15. bis 19. Juni sind an dieser Universität Stupawahlen. Geht zur Wahl und wählt den RCDS, denn wir sind für euch da, wir stehen für die Belange der Studenten ein und was wir auch machen möchten, wir möchten einen kleineren, günstigeren und vor allem effektiveren AStA, der für euch da ist, der für euch arbeitet, denn das soll der AStA sein und nicht das, was er momentan ist. Vielen Dank.